Offenbar plant der Deutsche Fußballbund mit Blick auf die EM 2024 im eigenen Land die Gründung einer Kommission mit starken Personen aus dem deutschen Fußball. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach sollen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke Teil der Kommission sein. Auch Oliver Minzlaff, Rudi Völler, Matthias Sammer, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge sollen dem siebenköpfigen Rat angehören. Dieser soll die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft und des DFB begleiten, hinterfragen und unterstützen. Auch soll der Rat mit Bundestrainer Hansi Flick zusammenarbeiten, heißt es in dem Bericht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird sich außerdem erstmals öffentlich zum WM-Scheitern der Fußballnationalmannschaft äußern.